Herzlich willkommen bei deiner Ausbildung im Premium Health Project. Bitte beachte, dass alle Rechte vorbehalten sind. Jegliche Wiedergabe, Vervielfältigung, Verwertung oder Speicherung, ob mechanisch, schriftlich, elektronisch, durch Fotokopie oder Aufzeichnung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Autor oder den Verlag. Das bin in dem Fall ich. Und falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich immer gerne an diese E-Mail-Adresse hier wenden. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Ausbildungsabschnitt. Herzlich willkommen zur Customer Happiness Schulung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und da können wir uns gleich die erste Frage stellen: Was verbinden wir damit? Also was bedeutet eigentlich Persönlichkeitsentwicklung? In unserem Rahmen soll es bedeuten, dass man seiner Persönlichkeit einen stärkeren Ausdruck verleiht. Das bedeutet, dass wir danach streben, unser höchstes Selbst zu erreichen und dies so gut wie möglich natürlich innen drin zu leben. Und auch nach außen zu strahlen. Eine Wirkung, die andere Menschen durchaus inspirieren kann, aber ohne sie dadurch einzuschüchtern oder zu sehr in ein Gefühl zu bringen, dass sie unserer Zeit nicht würdig werden können oder dass sie gar nicht versuchen sollten, danach zu streben, weil es für sie unmöglich ist, das zu erreichen. Also es soll eine gute Kombination sein aus dem, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Möglichkeit hat, seiner Persönlichkeit einen Schliff zu verleihen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, nach dem Höchsten für sich zu streben und natürlich, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, dies in seiner Art und Weise, in seiner Geschwindigkeit, in dem zu tun, was für ihn richtig ist. Und das gilt natürlich auch für dieses Video, beziehungsweise wird es nicht bei einem bleiben. Es werden mehrere Teile sein, die wir hier absolvieren. Einfach deshalb, weil dazwischen vielleicht so ein kleines bisschen Progress mit reingehört, also das Ganze mal wirken zu lassen und dann wiederum weiterzugehen. Wenn wir das alles so bis hierhin auf uns wirken lassen, dann bekommen wir den Eindruck, okay, ich strahle etwas aus, etwas, das innen drin ist und strahle es unter bestimmten Bedingungen, die wir noch dazu bringen, nach außen hinweg. Dieses Strahlen, also wenn ich ein ungebrochenes Strahlen von innen nach außen haben möchte, dann brauche ich zwangsläufig Authentizität. Also ich darf keinen Filter vor meine Persönlichkeit legen und das tun wir ja allzu oft. Und wenn ich mich persönlich entwickeln möchte, dann macht es nur Sinn, in dem Moment, in dem ich mich traue, meiner Persönlichkeit keinen Wahrnehmungsfilter aufzulegen. Das heißt, es ist etwas in dir drin, jetzt sei es gut, sei es schlecht, wie auch immer du das bewerten möchtest, vollkommen egal, da ist etwas. Also es gibt einen Kern in dir, deine Persönlichkeit, und normalerweise wirkt dieser Kern nach außen. Ja, das strahlt nach außen. Und wir, da wir ja wissen, nicht jeder kann mit allem umgehen, packen so kleine Filterinstanzen davor. Das können einer sein, es kann mehrere sein, die können unterschiedlich ausgeprägt sein, je nach Feld, in dem wir uns bewegen, je nach System, in dem wir uns bewegen. Und unsere Persönlichkeit wird dann hier praktisch abgelenkt, wird ein bisschen verformt, wie so ein Licht, ja, das auf verschiedene Spiegel trifft und dann irgendwann am Ende kommt es dann, vielleicht, jetzt haben wir hier einen schwarzen
und Pfeil und hier am Ende kommt dann ein, sagen wir, lilaner an beim Gegenüber. Es wäre nicht authentisch. Und diese Authentizität, das sind natürlich Dinge, die spüren Menschen unterbewusst und bekommen auch ein komisches Gefühl. Je nachdem, wie stark die Ablenkung ist, also die dessen, was von innen rauskommt, je nachdem wirken wir komisch. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Sagen wir, du gibst die Aussage von dir, dass Fast Food nicht gut sei. Dass man das definitiv niemals essen sollte. Das ist jetzt eine Aussage, die könnte theoretisch direkt an dein Gegenüber gehen. Also wirklich, zack, hier, bam, geht einfach durch. Jedoch könnte es sein, dass du das nur sagst, aber selbst nicht befolgst. Dann kommt hier ein Filter dahin. Es könnte also sein, dass das hier auf einen Filter trifft und das ist dein Körper und dein Körper hat, sagen wir, 50 Kilo Übergewicht, dann wird die Botschaft, die du aussendest, zwangsläufig hier an dieser Stelle das erste Mal abgelenkt. Also das, was du sagst, bekommt durch diesen Körperfilter eine andere Bedeutung, als was du eigentlich vermitteln möchtest. Du möchtest ja vermitteln, dass das nicht gut ist und dass man das nicht machen sollte. Wenn du diese Aussage triffst, hast du 50 Kilo Übergewicht, wird diese Aussage ganz anders bei dem anderen ankommen, als wenn du diese 50 Kilo Übergewicht nicht hast. Jetzt ist aber auch noch der Filter des Geistes da, auf dem diese Aussage trifft und die könnte. Jetzt gehen wir wieder weg von den 50 Kilo zu viel. Sagen wir, du hast keine 50 Kilo zu viel oder du siehst wirklich perfekt aus. Das ist einfach eine reine ideale Form. Sagst, okay, Fastfood ist schlecht. Das trifft auf deinen Körper. Der Körper gibt es unvermittelt weiter. Und du hast aber noch so einen Rechthabergedanken in deinem Geist. Das, was ich sage, das ist korrekt und ich möchte mir selbst beweisen, dass ich richtig bin auf dieser Erde, dann trifft es hier auf diesen Filter, was deinen Pfeil, den du, also deine Aussage, wird untermauert, also wird untermauert durch deinen Körper, also man sieht, dass das, was du sagst, du auch so meinst. Jetzt ist es aber so, dass dein Geist, dadurch, dass du recht haben willst, macht es diese Aussage nicht zu einem Angebot, sondern zu einem Friss- oder Stirb-Ding. Also hier wird es dann gebündelt, kanalisiert und ist dazu da, den anderen wegzupusten, nicht ihm zu helfen. Könnte durchaus möglich sein. Jetzt kann es aber sein, dass da noch ein Filter drin ist bei dir. Emotionaler Filter und dieser emotionale Filter sagt, boah, ich möchte aber anderen nicht vor den Kopf stoßen, dann hast du hier eine geweihte Macht, weil du willst richtig sein, du willst überzeugen, hast du hier einen emotionalen Filter, dass du niemanden verprellen möchtest. Dann würde Folgendes passieren, dann würde hier durch diesen emotionalen Filter wieder eine Abschwächung geschehen. Und es kommt als Angebot bei deinem Gegenüber an. Aber die ganze zusätzliche Force, die hier aufgebaut wurde, durch den ich muss Recht haben, ich will der Richtige sein, also ich will, habe das Gefühl, dass, oder bin mir unsicher, bin ich richtig, bin ich falsch auf dieser Erde. Und die ganze Energie, die da hier kanalisiert wurde, die ja eigentlich dazu da ist, zu beweisen, dass du Recht hast, wird hier abgeschwächt, weil du andere nicht verprellen möchtest, was ja durchaus gut ist. Dennoch muss diese überschüssige Energie irgendwo hin. Und wohin wirkt die? Gegen dich selbst in dem Fall. Warum? Weil Energie nicht verschwindet. Niemals. Es kann nur in andere Formen überführt werden.
Demnach ist das Ganze hier furchtbar anstrengend für dich, andere davon zu erzählen, wie sie essen sollten, wie du isst. Da du aber Recht behalten möchtest, ist es etwas, das du dann trotzdem machen wirst. Da aber hier eine große Rückkopplung drin ist, kann es durchaus sein, dass du es sehr persönlich nimmst, wenn dieserjenige dann deinen Rat nicht befolgt, obwohl du Recht hast. Du hast ja Recht, du hast vollkommen Recht, das ist alles gut. Aber dein Inneres wird sich sehr, sehr unwohl fühlen. Dein Körper, Geist, Seele, Kontinuum wäre hier nicht im Reinen. Und am Ende wirst du auch nicht authentisch wirken. Warum? Weil hier keine durchgehende Linie ist. Eine durchgehende Linie, eine Authentizität bedeutet, dass deine Einstellung innen drin die gleiche ist, wie dein Körper verkörpert. Bedeutet, wenn du eine Aussage triffst, Fastfood sollte man niemals essen, dann sollte dein Körper nicht nach Fastfood aussehen. Ansonsten handelst du anscheinend anders, als dass du es nach außen von dir gibst. Wenn du sagst, Fastfood sollte man niemals essen, dann solltest du das auch für dich so denken. Wenn du innerlich denkst, naja, man kann schon mal Fastfood essen, aber du sagst das anders und du tust es aber auch nicht, aber denkst es, man kann es schon mal machen, dann wird es hier zu einem Gewissenskonflikt kommen. Es gibt dann irgendeinen Grund, warum du es dir nicht erlaubst. Kann auch mit dem hier zu tun haben. Das heißt, wenn du sagst, man sollte kein Fastfood essen, sollte dein Körper das Ganze genauso ausstrahlen. Dein Geist sollte das genauso ausstrahlen und deine Emotionen sollten das auch so ausstrahlen. Dann ist es eine gerade Linie. So, und jetzt kommt es gegebenenfalls vielleicht wiederum extrem drückend bei dem anderen hier an. Also als boah, du musst es jetzt so machen. Und es könnte ein starkes, unangenehmes Gefühl sein. Das heißt, hier gibt es noch mehrere Filter. Hast du einen Filter dessen, dass du sagst, ich muss Recht haben? Oh, das wollte ich nicht. Ich muss unbedingt Recht haben, wie vorhin. Ich muss beweisen, dass ich richtig bin. Dann ist es wieder etwas, das diese ganze Nummer ablenkt. Es ist wie ein Spiegel. Es ist kein Gleichnis, es ist eine Ungleichheit. Warum? Wenn ich jemanden eine Aussage zuteil werden lasse, dann sollte dies immer ein Angebot sein. Habe ich aber dieses Gefühl, dass ich Recht haben muss, ist es kein Angebot, sondern eine Diktatur. Also ich schreibe dir vor, dass das der richtige Weg ist, weil ich mir selbst halt unsicher bin. Bedeutet, dass alles das, was ich von mir gebe, alles das, was nach außen strahlt, ist eine Repräsentation meiner inneren Einstellungen. Nicht nur meines Kerns, sondern auch meiner Filter, die unterschiedlich geartet sein können, die unterschiedlich stark, unterschiedlich schwach ausgeprägt sein können, die unterschiedliche Bedeutungen haben können. Was bedeutet das also? Dass wir als Menschen nicht nur etwas nach außen strahlen, sondern dass wir das immer tun und dass wir etwas haben, das wirkt. Unsere Persönlichkeit, sie wirkt nach außen. Und diese Persönlichkeit, dieses hundertprozentige innere Selbst, das kannst du authentisch nach außen bringen oder nicht. Aber erst wenn du es authentisch nach außen bringst, selbst wenn du jetzt so ein Rechthaber-Ding drin hast, erst wenn du es authentisch nach außen bringst, wird es wirken, wie es wirken soll. Und du wirst in deine Schranken gewiesen, wenn das nicht so geil ankommt oder halt auch nicht. Und wenn du in deine Schranken gewiesen wirst, dann ist das gar nicht so verkehrt, weil dir das hilft, dieses Problem zu bearbeiten. Das heißt, als erstes solltest du versuchen, deinem Inneren den Ausdruck nach außen zu geben, der da ist.
Das heißt, du solltest dir anschauen, wo stehe ich denn überhaupt aktuell? Was habe ich denn für Meinungen? Was habe ich für einen Ausdruck? Was habe ich für Emotionen? Was ist da in mir bezüglich verschiedener Themen? Das kann ja ein Riesenportfolio an Lebensthemen und Lebensdingen sein, die da wirken. Doch erst wenn ich wertfrei an die Sache herangehe, kann ich das Ganze anschauen. Wenn ich zum Beispiel die Notwendigkeit habe, dass ich glaube, ich muss immer richtig sein, das ist ein ziemlich ungünstiger Wahrnehmungsfilter für Persönlichkeitsentwicklung, weil du ja etwas machst, wie das jetzt hier, sagen wir, du schaust dir das an, das wirkt auf dich und da ist natürlich dieser Wahrnehmungsfilter, ich muss immer recht haben. Was sagt der dir? Ja, das kann ich eh schon alles, das mache ich sowieso schon. Das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil deine Persönlichkeit, so wie sie jetzt ist, anscheinend perfekt ist. Wenn sie das schon wäre, wärst du wahrscheinlich auch wesentlich erfolgreicher in deinem Leben. Wir können alle immer wachsen, das ist unabdingbar. Also wäre deine Persönlichkeit perfekt, dann würde das überhaupt nicht passieren. Das kann ich eh schon, mache ich sowieso schon. Ja, warum ich mir das überhaupt angucken muss. Würde also für Stagnation in deiner Entwicklung sorgen. Das ist ungünstig. Das ist also eines der größten Probleme hier an dieser Stelle. Wenn du spürst, dass da in dir etwas drin ist, das sagt, das kann ich sowieso schon und das mache ich eh schon, dann versuch einmal, dir zu vergegenwärtigen, dass es ja gut ist, wenn du das sowieso schon machst, dann kannst du dich ja bestätigt fühlen, das ist ganz wichtig. Und dass du vielleicht auch, wenn du Dinge schon machst, es vielleicht Momente gibt, in denen du das nicht tust. Und es kann auch sein, dass du Dinge schon weißt. Du weißt vielleicht sogar schon alles, du hast vielleicht auch schon alles gehört, du hast auch vielleicht alle Yoga-Sutras gelesen, du hast vielleicht dich unendlich viel mit diesen Themen beschäftigt und bist ständig in irgendwelchen Yoga-Kursen und Kursen für Persönlichkeitsentwicklung und was auch immer. Doch wenn du da bist und das alles weißt, dann heißt das trotzdem nicht, dass du das alles umsetzt. Und das ist halt der wichtigste Punkt. Du kannst das nur schaffen, wenn du den Anspruch beiseite legst, perfekt zu sein. Ein perfektes Selbstbild oder auch die Illusion der Aufrechterhaltung dieses perfekten Selbstbildes wird eine Entwicklung nicht zulassen. Sie wird dich immer wieder in deine Schranken weisen, weil das Leben irgendwie nicht so funktioniert, wie du es gern hättest. Jedoch wird sie in gleichem Maß dir Menschen um dich herum scharen, die dich dann doch irgendwie, also die schwächer sind als du, damit du dich in deiner Erhabenheit bestätigt fühlst. Und damit kommst du nicht weiter. Scheiße. Glaube ich, also wenn man sich persönlich entwickeln möchte und die Maxime aus sich herausholen, dann wird das so nichts. Gut, ist jetzt schon wieder ein bisschen was vorgenommen, ist auch gar kein Thema, weil es jetzt wieder ein bisschen leichter wird. Also wirkt man aufgesetzt oder aufdringlich mit Authentizität, das kann durchaus sein. Das ist aber nur so, wenn du dich selbst nicht genug wahrnimmst. Und die anderen als Spiegel benötigst. Ja, wenn du dir selbst nicht sicher bist, ob du perfekt bist, dann wirst du auf alle versuchen, sehr perfekt zu wirken, damit sie dir sagen können, dass du perfekt bist. Das kann enorm aufgesetzt wirken, weil es auch so ist. Suchst du diese Bestätigung, dann wirst du das enorm nach außen strahlen. Also du wirst von dir weg diesen Strahl absondern, ich bin perfekt. In der Hoffnung, dass auf diesen Reiz einer zurückkommt, der sagt, du bist perfekt. Das Problem ist nur, dass das
zwingen nach außen, dass andere dir genau das antworten, so unangenehm für diese Menschen ist, dass du diese Botschaft nicht immer zu 100% so zurückbekommst, weshalb dein innerer Zweifler aufrecht erhalten bleibt. Und dieser Zweifel wiederum sorgt dafür, dass du das aussendest und das Ergebnis wiederum sorgt dafür, dass du das erhältst, was du erhältst und immer noch zweifelst, logischerweise. Denn wärest du perfekt, müsstest du nicht an dir zweifeln. Müsstest du dich an dir zweifeln und wärest du perfekt, dann müsstest du es nicht anderen auf die Nase binden. Dementsprechend wärst du in einem inneren Frieden. Dieser innere Frieden jedoch bedeutet oder ist nur da und kann nur da sein und kann sich auch nur entwickeln, wenn du nicht nur authentisch bist, sondern auch reflektierst. Die Reflexion ist unweigerlich notwendig. Denn ohne Reflexion wirst du versuchen, deine Wahrnehmung nach außen zu drücken, um irgendwie ein Feedback zu erhalten. Bin ich richtig, bin ich falsch, bin ich gut, bin ich schlecht, bin ich wie auch immer. Bin ich perfekt, bin ich nicht perfekt, bin ich groß, bin ich klein. Alles gut und schön. Nur im Sinne, ja, und das ist ganz wichtig, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, im Sinne des Samadhi, also des höchsten Selbst, ganz yoga-klassisch, bedarf es dieser dritten Komponente nicht. Es bedarf keinem zweiten Du, der dir sagt, du bist das, du bist dies, du bist jenes. Brauchst du diesen Menschen, hast du eine Abhängigkeit. Und mit einer Abhängigkeit wirst du ja nicht dein perfektes Wesen bzw. dein höchstes Selbst erreichen. Es geht dabei niemals um Perfektion. Unmöglich. Ja, perfekt bedeutet ohne jegliche Zweifel. Und sobald es einen Menschen gibt, der an deiner Perfektion zweifelt, ist es nicht mehr perfekt. Und du weißt, wie wir Menschen sind. Wir urteilen selbst, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Bin ich scheiße drauf, bist du nicht perfekt. Und wenn du deine Perfektion von meiner Stimmungslage abhängig machen würdest, dann gibt es Tage, an denen du dich gut fühlst und es gibt Tage, an denen du dich schlecht fühlst. Und je nachdem, wer dir so begegnet, weil ich bin ja nur ein Beispiel, wirst du dich gut fühlen und wirst dich schlecht fühlen. Das Problem ist, dass du die Macht darüber, ob du dich gut oder schlecht fühlst, dann niemals bei dir finden wirst. Und das wiederum ist auch kein schönes Leben. Das wiederum ist keine persönliche Entwicklung. Deswegen hier immer versuchen, in der Reihenfolge zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Du musst authentisch sein und das ist eine Reihenfolge, die du immer wieder anfangen kannst. Du hast jetzt einen gewissen Stand X erreicht, hast das einmal gemacht und fängst dann wieder an. Du strahlst authentisch nach außen, was sich in deinem Inneren bewegt. Du wirst Feedback bekommen oder dir selbst Feedback geben. Desto mehr Feedback du dir selber gibst, desto besser läuft der Laden. Ja? Mehr Feedback für dich selbst bedeutet mehr oder weniger Probleme im Außen. Bist du selbst in der Lage, dich zu reflektieren? Und das wiederum bedeutet, dass du alle Teile für dich selbst geben musst. Ja? Reflexion ist Verantwortung. Und die Verantwortung muss bei dir sein. Wenn sie nicht bei dir ist, dann kommst du nicht weiter. Du wirst immer wieder stolpern. Warum? Naja, sagen wir, du brauchst jemanden außen, der dir dieses Feedback gibt. Jetzt hast du einen Tag, an dem du dich gut fühlen magst und du wirst zu jemandem gehen, der dir natürlich positives Feedback gibt. Bist du selbst gerade ziemlich unsicher, wirst du zu jemandem gehen, der dir eher negatives Feedback gibt. Demnach kommst du wieder nicht weiter, du wirst dich nicht persönlich entwickeln, weil es einfach ein Hin und ein Her ist. Es sind Schleifen, die ziehen sich und die sind ziemlich zäh, wie so ein oller Kaugummi und es macht wirklich wenig Spaß. Authentisch nach außen strahlen, was da ist, wie auch immer es ist. Reflektieren darüber, passt mir das oder passt mir das nicht? Wie möchte ich denn wirken? Ich muss festlegen,
Wie will ich sein? Und um festzulegen, wie ich sein möchte, darf ich festlegen, wo auf der Karte des Lebens befinde ich mich? Wo bin ich aktuell mit meiner Persönlichkeit? Ich kann noch nicht voll und vollends ausgeprägt und entwickelt sein, sonst wäre mein Leben zu Ende. Du hast immer noch Dinge, die du noch nicht entdeckt hast. Du hast immer noch Charakterzüge, die du noch nicht entdeckt hast. Du hast immer noch Charakterzüge, die sich in ihrer Entwicklung befinden. Du wirst immer noch Dinge noch nicht erlebt haben, Situationen in deinem Leben noch nicht gehabt haben. Weil es gibt nichts, das wir nicht tun würden. Ich würde niemals einem anderen Menschen schaden, kannst du nicht sagen. Denn es kommt auf die Situation drauf an. Wenn du jemanden siehst, der ein paar kleinen Kindern einen Schaden zufügen möchte, dann vielleicht würdest du, ich würde niemals jemanden schaden, nochmal überdenken für den Moment, um diesen Kindern zu helfen. Also es ist wenig daran, wer wir sind, sondern in welchen Situationen wir uns befinden. Das heißt, die Systeme, die dich umgeben, sind unglaublich schwer auf dir liegend. Wenn du ein System hast, bist ein Mensch, der sich umgeben sieht von Menschen, die, sagen wir, ein Alkoholproblem haben. Das sind alle irgendwie, die du so kennst. Das heißt ja immer, wir sind der Durchschnitt von den Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und jetzt hast du Menschen um dich, die haben ein Alkoholproblem. Jetzt ist es für dich natürlich klar, du hast in deinem Herzen, dass du nicht so sein möchtest. Dennoch wird es schwer sein, das so aufrechtzuerhalten. Warum? Weil du dich, solange du dich dagegen strebst, von der Masse abhebst. Du beweist zwar deine Individualität, dennoch wirst du dich immer so fühlen, als würdest du nicht dazugehören. Demnach ist es natürlich wesentlich leichter, sich persönlich zu entwickeln, wenn man sich mit Menschen umgibt, die das Gleiche tun, die auch auf sowas Lust haben, weiterzukommen, besser zu wirken, besser zu leben. Denn die Wirkung nach außen ist natürlich eine Sache, aber das ist gar nicht das Tollste daran. Denn Persönlichkeitsentwicklung geht mit einem leichteren Leben einher. Ein leichteres Leben macht meiner Meinung nach zumindest mehr Spaß. Sag du es mir, wie es für dich ist. Ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, Mensch, jetzt wo ich mich persönlich entwickelt habe, das ist alles viel anstrengender, das Leben. Also viel schwerer. In der Regel ist es das nicht, weil Kleinigkeiten, die uns sonst aufregen, die regen uns dann nicht mehr so stark. Wichtig ist immer die Reflexion. Ich muss schauen, wo befinde ich mich auf der Karte des Lebens. Und wenn ich weiß, wo ich stehe, dann kann ich mir aussuchen, wo ich hin möchte. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, ich habe jetzt Data X und ich habe Data Y. Also da bin ich, das und das und das und das sind meine Eigenschaften. Und das ganz und rein objektiv betrachtet. Es ist einfach so, wie es ist. Das macht dich nicht zu einem guten und es macht dich auch nicht zu einem schlechten Menschen. Es ist halt einfach so. Das und das sind meine aktuellen Systeme. Da will ich hin. Naja, dann weißt du, was zu tun ist. Wenn du weißt, wo du stehst und du weißt, wo du hin willst und natürlich die Verantwortung übernimmst dafür, dass du da stehst, wo du stehst, weil niemand außer dir ist dafür verantwortlich. Du sagst, ja, aber meine Systeme sind Alkoholiker, zum Beispiel. Dann bist du dennoch dafür verantwortlich. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass die Menschen, die dich umgeben, viel trinken, aber du bist dafür verantwortlich, dass diese Menschen, die dich umgeben, die Menschen sind, die dich umgeben. Dann sagst du, ja, Familie sucht man sich nicht aus, aber auch hier bist du verantwortlich. Du musst ja nicht mit deiner Familie die meiste Zeit verbringen. Familie ist eine Sache. Doch du bist dafür verantwortlich, wer du bist und wie du sein möchtest. Und du könntest genauso dafür verantwortlich sein und mit gutem Beispiel vorangehen. Du kannst dich mit Menschen umgeben, die da Bock drauf haben, sich persönlich zu entwickeln. Du kannst dich mit Menschen umgeben, die das genauso leben, wie du es leben möchtest. Und du kannst
dies als Angebot unterbreiten oder du möchtest dich bestätigt fühlen darin, dass du richtig bist und du drückst es ihnen rein. Das wird zu Abwehr führen, das andere ist ein Angebot, was man annehmen kann. Demnach ist es ganz, ganz, ganz und zu 100% deine Verantwortung. Wenn dir etwas auffällt in deinem System, das nicht so ist, wie du es haben magst, ja, dann solltest du es verändern. Es liegt nur an dir, nicht an den anderen. Wenn dir das nicht passt, dass die Leute so sind, wie sie sind, dann umgib dich mit anderen Leuten. Du wirst sie nicht verändern. Es ist auch nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, dass du der Mensch bist, der du sein magst. Deine Aufgabe ist es, authentisch zu sein. Deine Aufgabe ist es, dich persönlich zu entwickeln oder auch nicht. Nur dann ist es auch deine Verantwortung, dass du es nicht tust. Dann ist es auch deine Entscheidung, dass du es nicht tust. Wenn du dich entwickelst und du kommst nicht weiter, dann ist es auch deine Verantwortung, dass du nicht weiterkommst. Wenn du einen blinden Fleck hast, der dich nicht weiterkommen lässt, zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, ich möchte perfekt sein und ich brauche diesen Anspruch und ich will mir das so vormachen, dann ist das auch deine Verantwortung. Wenn du damit glücklich bist, ist alles in Ordnung. Wenn du damit unglücklich bist, ist es eben nicht in Ordnung. Und dann ist es auch deine Verantwortung, es zu verändern. Es ist nicht die Verantwortung der anderen, dich glücklich zu machen. Es wird niemals die Verantwortung der anderen sein, dich glücklich zu machen. Bist du in einem System drin, in dem du nicht glücklich bist, es ist deine Verantwortung. Entweder zu versuchen, dieses System zu verändern, könnte eine Sisyphus-Arbeit sein, also eine Arbeit, die du immer wieder und wieder und wieder machst und du wirst keine bessere Ernte einfahren. Oder zu sagen, okay, das ist meine Grenze, bis hierhin habe ich das so betrieben und jetzt mache ich es anders. Bedeutet, ich suche mir ein neues System. Deine Verantwortung, deine Aufgabe. Du kannst nicht sagen, ich bin unglücklich, weil der und dies und jenes das und das gemacht hat. Es ist deine Verantwortung. Und es ist genauso deine Verantwortung, weil du sagst, ja, okay, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, meine Kinder gehen mir tierisch auf den Zeiger. Ich kann ja nicht einfach meine Kinder zurücklassen. Das ist theoretisch nicht mal wahr, weil praktisch gesehen, es ist deine Verantwortung. Du könntest, du willst nur nicht. Und das ist auch in Ordnung und wahrscheinlich menschlich das Beste. Wenn wir nicht urteilen und beurteilen wollen, dann ist es einfach so, wie es ist. Aber selbst dann, wenn du da nicht weg willst aus der Situation, ist es immer noch deine Verantwortung, wie du dich damit fühlst. Fühlst du, sie tanzen dir auf der Nase herum, dann ist es deine Verantwortung, dass du so empfindest. Und dann scheint etwas in dir zu sein, dass das große und unglaubliche Bedürfnis hat, authentisch bzw. autoritär zu sein. Und diesem Autoritätskonflikt, den wollen deine Kinder sicherlich nicht nachkommen. Beziehungsweise ist es anscheinend momentan ihre Aufgabe, dir zu zeigen, dass du einen Autoritätskonflikt hast. Demnach machen sie nur das, worum du sie gebeten hast, zumindest von deinem Unterbewusstsein her. Weil wir immer das anziehen, was wir brauchen. Wenn du dir selbst nicht Grenzen setzen kannst, dann wirst du jemanden finden, der das für dich tut. Alles, was du selber nicht kannst, wird jemand anders für dich machen. Jemand anders wird für dich hergehen und dich kritisieren, wenn du dich selbst nicht kritisieren kannst. Jemand anders wird dir deine Grenzen aufweisen, wenn du selbst keine Grenzen setzen kannst. Demnach helfen dir alle Menschen nur. Bist du nicht in der Lage, das zu erkennen, ist es auch deine und ausschließlich deine Verantwortung. Fühlst du dich deshalb schlecht, dann ist es auch deine Entscheidung, dass du dich schlecht fühlen möchtest. Es ist auch immer nur deine Entscheidung, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn dir etwas nicht passt, hast du die Möglichkeit, es zu akzeptieren und anders zu betrachten oder du veränderst es oder du lässt es einfach bleiben. Aber es liegt immer nur und ausschließlich bei dir. Ohne Verantwortung gibt es einen Haufen Ausreden, die es dir unnötig schwer machen. Also, ja, ich kann nicht wegen. Das ist eine Ausrede. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und das dürfen wir und müssen und brauchen wir in absoluter Form bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Es ist deine Verantwortung. Und immer dann, wenn du sagst, ich kann nicht, weil, dann ist es eine Ausrede. Ich kann nicht, weil ich Muskelkater habe, ist eine Ausrede. Du könntest schon, du möchtest nicht, weil du Muskelkater hast. Du möchtest nicht, weil du glaubst, wenn du Muskelkater hast und deine Regenerationszeiten, bla 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 bla. Aber das ist ehrlich. Ich möchte nicht. Ist ehrlich. Ich kann nicht, weil. Ich kann nicht, weil ich Kinder habe. Das gibt's nicht. Das ist eine Ausrede. Ich möchte nicht, weil ich Kinder habe. Das ist eine ehrliche, authentische Aussage. Und sie holt die Verantwortung zurück zu dir. Ich möchte nicht aus diesem System raus, weil ich ohne diese Menschen nicht sein kann. Das ist ehrlich. Das ist deine Verantwortung. Das ist dein Ding. Das ist dein Entschluss. Das ist deine Entscheidung. Und dann fühle ich auch gut damit. Ausreden fühlen sich nicht gut an. Sie geben uns für einen kurzen Augenblick zwar das Gefühl, ich kann nichts dafür, aber dieses Gefühl kostet viel, viel, viel Energie. Warum? Sobald du sagst, ich kann nicht, steckst du dich selbst in ein Kindchenschema. Immer dann, wenn du Ausreden benutzt, gehst du zurück in deine Kinderenergie. Und du brauchst dich dann nicht wundern, wenn jemand daherkommt und es ausnutzt und dich bevormundet. Wenn du Ausreden hast, wird dich immer jemand bevormunden. Ausreden sind für Kinder da, nicht für erwachsene Menschen. Wichtiger Schritt. Ausreden sind für Kinder da, nicht für erwachsene Menschen. Möchtest du erwachsen sein, musst du Verantwortung übernehmen. Dann streiche hier, jetzt und heute, ich kann nicht, weil. Nimm's raus, es macht keinen Sinn. Ich möchte nicht, ist ehrlich. Ich möchte nicht, weil. Ich möchte nicht, weil ich keinen Bock habe, dies und jenes und das zu tun. Ich möchte nicht, weil ich es ungerecht finde. Ich möchte. Ist vollkommen in Ordnung. Das bist du. Das ist authentisch. Das ist deine Einstellung. Das ist deine Meinung und die darfst du auch vertreten. Hast du Angst, dass jemand irgendwas dagegen sagen könnte, dann ist es nur die echte Welt. Versteck dich nicht hinter deinen Ausreden, so wie sich Kinder hinter ihren Eltern verstecken können. Ich kann nicht, weil ich bin zu klein, ist eine Ausrede. Ich möchte nicht, weil ich mich zu klein fühle, ist eine ehrliche Antwort. Um das umzusetzen, brauchst du Selbstliebe. Denn nur die wird dir helfen, dich zu deinem höchsten Selbst zu entwickeln. Du musst dich mögen, so wie du bist und so, wie du sein wirst. Wenn du dich selbst magst, wirst du für dich die besten Entscheidungen treffen. Magst du dich nicht, wirst du dich verstecken hinter Ausreden, du wirst dich verstecken in schlechten Situationen, du wirst dir Schuld zumessen, du wirst dir das Leben unnötig schwer machen. Es kann natürlich sein, dass du irgendwelche Filter hast, die sagen, ich muss mich selbst bestrafen, ich gebe mir für irgendwas die Schuld. Das ist vollkommen in Ordnung, aber auch hier hast du verpasst, Grenzen zu setzen. Wie lange möchtest du dir diese Strafe auferlegen? Du hast einmal Unrecht getan, es ist in Ordnung. Wie lange möchtest du dich dafür bestrafen? Übernimm Verantwortung für dein Leben. Ich kann nicht, weil ich brauche jeden Tag diese Tracht Prügel. Es ist in Ordnung. Wann ist deine Schuld abgeleistet? Du musst Grenzen setzen. Du musst entscheiden. Wie lange bleibst du noch drin in dieser Kindernummer? Wann stehst du auf und bist erwachsen? Wann liebst du dich so sehr, dass du deine Entscheidungen für dich und dein Leben triffst? Wann liebst du dich so sehr, dass du der Einzige bist, der dich kritisiert? Wann liebst du dich so sehr, dass du der Einzige bist, der dir den richtigen Weg aufzeigt? Und immer wenn du nicht weißt, wo der richtige Weg ist und du sagst, ja, ich wusste nicht, ich konnte nicht, weil, ich konnte nicht, weil ich es nicht wusste. Ich wollte mich nicht informieren, deshalb habe ich es nicht gewusst. Das ist ehrlich. Das ist erwachsen. Es ist genauso wie, sorry, ich wollte dich nicht.
absoluter Blödsinn. Sorry, also einfaches Beispiel. Sorry, ich wollte dich nicht warten lassen. Das ist absoluter Blödsinn und das weiß das Unterbewusstsein von deinem Gegenüber. Er wird zwar sagen, ja, schon okay, aber sein Unterbewusstsein wird sich denken, du blöder Wichser. Das ist die Realität. Sorry, ich wollte dich nicht warten lassen. Wenn das wahr wäre, warum hast du ihn denn warten lassen? Warum? Wenn du ihn nicht warten lassen wolltest, dann hättest du es auch nicht getan. Sorry, ich wollte nicht zu spät kommen. Wenn du nicht zu spät kommen wolltest, hättest du es nicht getan. Ja, aber ich stand eine Stunde im Stau. Wenn du nicht zu spät kommen wolltest, wärst du eine Stunde früher losgefahren. Für das Beispiel warten lassen. Sorry, ich habe dich warten lassen. Das ist ehrlich, das ist authentisch, das ist selbst reflektiert. Ich habe dich warten lassen. Falls derjenige noch wissen möchte, warum, dann kannst du ihm sagen, weil mir wichtiger war, dies und jenes zuerst zu machen. Weil mir wichtiger war, auszuschlafen, bin ich zu spät gekommen. Tut mir leid, ich bin zu spät. Ich stand jetzt eine Stunde im Stau und habe den Verkehr falsch eingeschätzt. Ich hätte früher losfahren müssen. Ich hätte vielleicht vorher mal ins Navigationsgerät gucken müssen. Ich hätte dies, jenes, solches tun können. Und das nächste Mal werde ich es auch machen. Das ist authentisch, das ist erwachsen, das ist selbstreflektiert und das ist mit viel Liebe zu dir. Warum? Weil es zeigt, dass du entschieden hast. Ich habe entschieden, später aufzustehen. Und ich bin bereit, hier, jetzt und heute die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen. Das ist Verantwortung übernehmen. Ich habe mich entschieden, dich warten zu lassen. Wenn du jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein möchtest, dann akzeptiere ich das. Es kann sicherlich in Zukunft öfters noch vorkommen, dass ich dich warten lasse. Weil das ist mir wichtiger gewesen. Wenn es dir wichtiger war, noch dein Essen aufzuessen, dann ist das in Ordnung. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Verantwortung und es wird genau das passieren in deinem Leben. Doch versteckst du dich hinter Ausreden, bleibst du im Kindchenschema und glaube mir, wenn du dir das mal vergegenwärtigst, dann schau bitte noch einmal, versuch das nur einen Tag lang zu machen, drück von mir aus Pause, jetzt hier und geh raus. Und schau mal, wie viele Kindermenschen dir da draußen noch begegnen, die nicht bereit sind, erwachsen zu sein. Und das nicht mal bis zum allerletzten Tag in ihrem Leben. Ich will ja nicht behaupten, dass es 99% sind. Aber mir fällt eine andere Schätzung gerade ziemlich schwer. Ich sehe es selbst bei mir immer wieder. Und es sind nur so kleine Aussagen wie, sorry, ich wollte dich nicht. Ja, was wollte ich denn dann? Es passiert mir auch immer und immer wieder. Und dann muss ich hergehen, muss Authentizität zeigen. Dann muss ich reflektieren und dann muss ich mich selbst annehmen und dann kann ich daran arbeiten. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich möchte dir nicht sagen, dass ich perfekt bin. Deswegen weiß ich, dass Persönlichkeitsentwicklung ein Fass ohne Boden ist. Oder vielleicht gibt es eins, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ganz, ganz, ganz am Ende liegt, aber eines weiß ich, ich schaffe es immer wieder, den absoluten, vollkommenen Zustand zu erreichen. Und der hält nicht ewig. Warum nicht? Ja, weil ich wieder andere Prioritäten im Leben setze, weil es dann wieder jemanden gibt, der mir für einen Moment mehr wert ist als ich selbst. Und dann stelle ich mich selbst hinten an und sage ja zu etwas, wo ich meine, dass ich es nicht machen möchte. Ich sage aber trotzdem ja. Und die einzige richtige Möglichkeit ist es dann, irgendwann mal zu überlegen, warum habe ich das eigentlich getan? Wahrscheinlich, weil mir die Bestätigung dieses Menschen wichtiger war oder die Anerkennung wichtiger war als ich selbst. Doch es wäre falsch zu sagen, ja, ich wollte das alles nicht. Ich wollte schon, sonst hätte ich es doch nicht gemacht. Krasses Beispiel nach Kriegen. Es sind ja so viele, die sagen, ja, ich wollte es alles nicht. Ja, natürlich wollten die das, sonst hättest du es doch nicht gemacht. Sicherlich ist es
ein System. Sicherlich ist es schwerer, in einem System zu sagen, halt, hier ist meine Grenze, ihr könnt ja alle weitergehen, aber ich bleibe hier, ich steige hier aus. Natürlich wollen alle anderen uns überzeugen. Natürlich wollen alle anderen ihre eigene Entscheidung bestätigt sehen, indem das alle mitmachen. Das sind systemische Muster. Doch diese Systeme haben unglaublich viel Kraft. Und es wäre falsch zu sagen, ich konnte nicht, weil das System so war. Ich habe mich dafür entschieden, nicht genug Kraft aufzuwenden, um meinem Inneren treu zu bleiben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach mit der Masse zu schwimmen und habe zu spät entdeckt, dass meine Grenzen damit alle überschritten waren. Und in Zukunft werde ich besser darauf achten. Das ist sich selbst ernst nehmen. Du kannst dich selbst nicht ernst nehmen. Du kannst dich selbst nicht lieben, wenn du dich hinter Ausreden versteckst. Du wirst immer das Gefühl haben, das Leben lebt dich. Und du wirst auch immer das Gefühl haben, dass alles hätte, täte, sollte, könnte, würde, bräuchte, müsste. Alles könnte anders sein. Nee, natürlich könnte alles anders sein. Wenn du die Realität möchtest, dann sei real. Das ist wichtig. Das ist der erste Schritt hier auf diesem Weg. Teil 1 dieses Videos. In Teil 2 geht es genau hier weiter.